Minecraft Monday. Und da sind wir zurück bei Minecraft Monday und wir haben natürlich alle Sachen weggeworfen, was natürlich sinnlos war. Aber herzliches Willkommen zurück von uns. Und ich denke mal, jeder von euch weiß nach unserer Tour genau, was wir jetzt machen. Wir jagen unser Haus in die Luft. Oh, wir ganz göttlich hier runter. Ganz langsam. Yeah! Eigentlich wollte ich den in den Keller bauen, weil wir müssen Bücher drumherum bauen. Deswegen. Aber in unserem Keller kann er schlecht bleiben. Also. Eben deswegen, ja. Deswegen werden wir gerade mal das ganz Wichtige ablegen. Wir werden Eisenerz mitnehmen. Wir werden... Eisenerz. Eisenspitzhacke. Naja, Eisenerz werden wir mit runternehmen. Das kommt jetzt in den Ofen. Kohle nehmen wir mit. Schwert müssen wir mitnehmen. Schaufel und Axt. Die Diamantspitzhacke lasse ich jetzt mal hier. Wäre natürlich jetzt ein episches Ende, wenn es auf einmal Ding-Dong, Lukas! Geht. Ja, dann würde ich die Folge jetzt zur Not alleine fertig machen. Oh. So. Wir müssen natürlich erstmal hier unten alles Keller aufmachen. Auskleiden. Na, das ist ja, ich würde sagen, das hier können wir beilegen. Wir brauchen natürlich Cobblestones. Und das Mass. Obwohl, nee, Cobblestone, naja, doch schon. Wir müssen halt noch, wir machen noch eine extra Nische für das Zauberbuch. Ich muss mal sagen, unser Inventar sieht jetzt irgendwie viel besser aus als vorhin, oder? Ja. Mach da mal irgendwas hin, dass wir da wissen, dass da unten drunter unsere Höhle ist. Ich werde wahrscheinlich einen Glasblock hinmachen. So, da wollen wir nicht, dass uns was stört. Wir werden den Keller, hier geht man halt rein. Und ich würde sagen, von der Länge her, wir machen einfach mal den Keller so bis hier. Das kleiden den wir von oben. Keller. Das kleiden wir von oben dann aus, keine Sorge. Vor allen Dingen den Keller. Ja, und wir sind auf dem Berg. Den machen wir, na, lass ihn uns bis hier machen. Ja, aber dann vergessen, mach da dann wieder einen Glasblock hin. Ja, ja. Wir werden allerdings, denke ich mal, diese Höhlen nicht mehr besuchen. Warum? Vielleicht irgendwann später mal, aber... Da geht's ja noch zum Dings, zu noch einem Dingsschacht, Minenschacht. Stimmt. Der wieder Diamanten bedeuten könnte. Was bei uns Standard ist. Ja, bei unserem Scheißglück. Ohne Witz. Es gibt Leute, ich kenne genug davon, die sagen, oh Mann, wieder keine Diamanten gefunden. Oh Mann, wieder kein NPC-Dorf gefunden. Alles scheiße. Und ich kenne Leute, die suchen 2 Stunden nach einem NPC-Dorf. Könnte ein bisschen zu klein geraten sein. Wir machen das gerade mal wieder weg, Entschuldigung. Besonders baust du ihn auch auf eine Länge von sonst was und dann... Ja, ich muss das natürlich... Tobias. Es tut mir leid, ja, tut mir leid. Das ruft nach Strafe. Finger auf den Tisch, ich hol es nicht mehr. Und ich würde sagen, hier machen wir dann den Eingang zu unserer kleinen Zauberstube. Keller. Bücherregale, wir brauchen dafür Kühe, die haben wir ja hier. Warum ist da eigentlich drum rum? Weil du sonst nicht auf Level 30 verzaubern kannst. Sinnlos. Dann bist du wieder Level 7, du Noob. Vielleicht können wir uns da mit dem Zauberbuch was Schönes machen. Ja, wenn es nicht schief geht. Und zwar müssten dann noch eins raus. Wir haben doch aber noch Bücher, da können wir doch jetzt Bücherregale bauen. Ja, nee, wir brauchen für Bücherregale, ja doch, stimmt. Wir haben Bücher, genug Bücher. Ich glaube, wir brauchen noch Papier dazu und das können wir aus Zuckerrohr machen. Deswegen war das nämlich ganz gut, dass wir das gleich gemacht haben. Ich kann ja mal nachgucken. Was? Dann hast du doch auch hier, aus was das gemacht wird. Ja. Warte. Muss ich auf Englisch eingeben, gell? Ja, einfach Bookshelf. Oh. Dafür brauchen wir Holz und Bücher. In der Mitte Bücher und oben unten Holz, das lässt sich machen. Also gar kein Papier. Stimmt, das Papier war nur für die Bücher, so. Stimmt. So, dann würde ich aber sagen, können wir das jetzt gleich in Angriff nehmen, während wir hier mal noch diesen Raum ausheben. Wir werden jetzt hier in der Mitte gleich den Crafting Table, beziehungsweise den Enchantment Table platzieren, Entschuldigung.
Und dann werden wir hier draußen noch angleichen. Das hier oben muss natürlich auch weg. Machen wir überall Cobblestone hin. Wie sich das gehört. Da haben wir zwar nur eine Zweierhöhe. Aber ich glaube, für einen Keller ist das ganz gut. Weil ein Keller ist ja nicht das geräumigste im Haus. Und ja, naja. Weißt du noch, als ich auf deiner privaten Map das Haus gebaut habe? Was jetzt eine Monsterfalle ist. Das habe ich übrigens abgerissen. Habe ich dir, glaube ich, schon gezeigt. Nein. Dann weißt du es jetzt. Ich glaube, mit einer Fackel wäre ich hier sicher. Was? Fackel ist voll OP. Haben wir noch Holz irgendwo? Ja, natürlich. Wir haben zu viel von allem. Wir machen bald einen Minecraft-Trading-Markt auf. Toll. Das hier unten ist eine ganz gefährliche Angelegenheit. Natürlich muss die Wand hier auch raus. Ich mach erstmal das. Fenster zu, ja. Weil der kalt ist. Ja. Bevor ich dann morgen krank bin. So. Mann, der Stuhl quietscht so göttlich. Und wenn es jetzt brennt, Holzdächer sind voll gefährlich. So. Der Boden muss natürlich auch weg. Den machen wir aus. Ich habe gerade überlegt, ob ich den aus Holz mache, aber ganz ehrlich, es ist ein Keller. In den Keller gehört kein Holz. Sondern Obsidian. Das brauchen wir auch. Zwei Stück, denke ich mal, würden das ja sowieso abdecken. Und wir brauchen es ja auch absolut gar nicht für was anderes. Für was denn? Wir haben jetzt unseren Dingstable. Obsidian brauchen wir Mass. Natürlich der schlauste Spieler der Welt. Ja. Essen habe ich mir natürlich auch nicht mit runtergenommen. Das ist sowieso. Wer Essen mitnimmt, der frisst Kinder. So, das heißt, wir haben in dieser Folge dann unseren Keller geschafft. Ich hoffe, deine Mutter kommt nicht unbedingt pünktlich. Ich weiß es. Wir haben noch 20 Minuten. Ja. Kannst du ja schreiben, sie kann ruhig Zeit lassen. Ich habe keinen Akku mehr. Das, denke ich mal, wird uns nicht mehr so schnell passieren. Die Kartoffeln und so, die braten wir nicht, weil wir brauchen die für unser Feld. Ich will aber gebackene Kartoffeln. Die bringen auch mehr wie Brote, aber weniger wie Steaks. Wobei man sagen muss, bei Steaks hungert man schneller. So, wie war denn das jetzt? Haben wir noch Holz? Natürlich haben wir noch Holz. So, und zwar... Das Let's Play ist so langweilig. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eine Taktik. Sonst warum machst du erst überall 3 hin? Ich glaube, das reicht aber noch lange nicht. Ich glaube... Ich weiß gar nicht, wie viele brauchen wir. Muss den ganzen Raum auskleiden? Ja. Dann werden wir uns jetzt noch eine Spitzhacke enchanten. Ich hoffe, wir kriegen was Vernünftiges, damit sich das Ganze wenigstens gelohnt hat mit den Diamanten vor allem. Ach, selbst dann hat sich's gelohnt. Wäre nämlich sonst sehr, sehr ärgerlich. Aber hoffen wir einfach mal das Beste. Du kannst nicht sagen, dass die Tour unlohnenswert war. Das sowieso nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Waren es fünf oder sechs? Ich bin nicht gut in Mathe. Ich glaube, fünf waren es. Ich weiß es nicht.
machen wir die zweite Höhe erst ab hier. Da. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wie du klicken kannst. Und vor allem sind es dann nur vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Scheiße, das reicht nicht, oder? Doch. Okay. Den kannst du auch nicht wieder wegbauen, wäre das Teil, was wir dann da hinsetzen. Ich glaube nicht. Wir müssen noch. Durch die magische Kraft der Bücher. Jetzt holen wir unsere Diamantspitzhacke, Mädels. Und dann jetzt heißt es. Spannend. Denn jetzt wird's wirklich spannend. Wir kriegen dann bestimmt sowas wie. Also am besten sind Haltbarkeit und Effizienz. Wir kriegen Geschwindigkeit 3. Das ist Effizienz im Übrigen. Mhm. So, 37 Level haben wir. Ja! Nice one! Wer jetzt übrigens nichts damit anzufangen weiß, ich kann das ja mal demonstrieren. Wo mache ich einfach mal? Nur mal so. Also wir graben jetzt 30 Milliarden mal schneller. Unsere Spitzhacke geht nicht so schnell kaputt. Und die gehört jetzt uns. Ja, und wir haben ja noch ein Zauberbuch. Aber da brauchen wir einen Amboss. Aber wir haben ja genug Eisersersersen. Was bringt... Oh, ein Amboss. Für was haben wir eigentlich Zauber... Für was haben wir nochmal das Zauberbuch? Damit kannst du jetzt... Rückstoß kannst du jetzt auf das Schwert drauf machen. Ja, ich wollte nur wissen, welche Dings das macht. Welche Fähigkeit. Das war Rückstoß 4. So baut man Amboss. Okay, einen heißen Block. Ich muss jetzt gerade mal überlegen. Ich muss zugeben, ich weiß nicht mehr genau. Soll ich nachgucken? Nee, ich warte. Ich meine... Nee, dann... Genau, guck mal. Ich probiere wahllos Dinge. Amboss. Hallo. Ich weiß nicht, kannst du mal gucken. AMBOSS. Ups. Warte. AMB. Dann ist der ist nicht bei den Tools mit. Boah, warte. Ich wusste das noch, keine Sorge. Ich mach mal gerade noch einen Eisenblock. Boah, so schwer war das doch gar nicht. Oder war das... Moment. Hab's! Und den stellen wir uns mit in unseren Keller. Und jetzt holen wir uns mal von oben noch das Buch. Ich hoffe mal, das kostet uns jetzt nicht ganz so viele Level. Ansonsten müssen wir jetzt erstmal ein paar Sachen schmelzen schicken. Rückstoß 2 kannst du, glaube ich, auf... Du kannst es auch auf Helm oder so machen. Angenommen, ich packe jetzt... Ist gerade nur ein Test. Würde gehen. Wir müssen uns... Ist das Buch weg, ja, ne? Das Buch ist dann weg. Ich würde sagen, wir müssen uns ein Diamantschwert machen. Wir können das später noch enchanten. Unsere Diamanten. Haben wir jetzt oben noch 2 oder habe ich die hier runter? Ich glaube, wir haben oben noch 2, ne? Kannst mal gucken gehen. Ist vielleicht sicherer. Ich glaube, die waren da noch. Wie stylisch du rückwärts die Treppe hoch bist. Nein. Weißt du, was wir gemacht hätten, wenn wir ganz dumm sind? Wo sind Diamanten in den Diamantblock? Bringt uns nichts. Ich weiß. Wir haben dann... Naja, nee. Aus 9 Diamanten haben wir dann wieder einen. Und den kann man nicht mal kaputt machen. Oder nicht... Na doch schon, aber der bringt uns ja nichts wieder. Mir ist das egal.
weiß doch so oder so, dass ich schon alles gehackt habe für unsere weiteren... Ach so, das geht natürlich nicht. Was soll's? Wir haben verzauberte Sachen. Was bringt der Amboss sonst noch? Ich habe lange nicht gespielt. Du kannst Sachen reparieren, wenn ich jetzt beispielsweise... habe ich Eisen dabei, pass auf. Ich packe jetzt die Spitzhacke hier rein. Oh, oh. Mache ich jetzt aber nicht. Oh. Denn die Spitzhacke kommt irgendwo hin. Geiler wäre es, wenn du Zeug wieder in seine Urbestandteile zerlegen könntest. Ein Kistenlager und so werden wir uns bestimmt auch irgendwann machen. Ich könnte die Schaufel reparieren. Das können wir jetzt mal machen. Dann machen wir uns sogar sinnvolle Sachen. Einen Part wenigstens mal. Ich will irgendwann ein Feuerzeug. Könnten wir jetzt machen, weil wir haben Flint. Ich glaube, wir brauchen 2 Flints. Also Feuersteine. Geht, Feuerstein. So. Was packen wir jetzt alles in den Öfen? Das. Ah, oh, da sind wir wieder bei dem Lied, mit dem wir heute angefangen haben. Es ist, sehr charakterisierend. Das ist unsere Heimmelodie. Wenn man mal überlegt, was wir jetzt in 21 Folgen erreicht haben, kann man sagen, sind wir schon weiter als im anderen Ding. Im anderen Ding? Wie weit warten wir damals im... 100. Ja, genau 100 Folgen. Nein, wie weit ihr da damals im 21. Part wart. Wir haben noch ein Seed gesucht, ich weiß es nicht. Ach so. So, und was wir jetzt als nächstes machen werden. Ich denke mal... Ich zieh dich wieder an. Tut mir leid. Ich denke mal, als nächstes kommt dann auf uns... Der fliegende Stein zu. Auf uns wird das Tiergehege zukommen. Was halten wir in uns? Schweine, Kühe, Schafe. Jo, los. Und irgendwann werden wir uns, denke ich mal, auch ein Hühnerapparat bauen. Na, ich denke mal, die lassen wir jetzt einfach mal bei uns. So, ach so, Redstone haben wir ja. Wie viel Shit wir eigentlich haben, ne? Unten 54 und hier oben nochmal 16. Macht genau 70. 70. Wenn ich jetzt gerade einfach mal gucken wollte. Warum machst du denn noch eine Workbench? Die kommt dann einfach hier oben hin. Wir werden, denke ich mal, noch ein paar Öfen machen. Wir müssen, denke ich mal, ein zweites Bett bauen. Falls ich mal wieder mitspiele. Irgendwann mal. Ich weiß gar nicht, was ich noch für Zeug hatte. Ich gebe dir nichts ab. Du kannst die ganzen kaputten Spitzhacken haben. Ich kann mir alle reparieren. Ich habe hier gelitten. Ich habe auch so gelitten, aber... Du leidest immer. Kartoffeln haben wir ja auch noch. Und Möhren und... Genau so ist das. Ach, mein Gott. Wir müssen ja sowieso, wir müssen ja hier draußen, glaube ich, noch ein bisschen angleichen, ne? Ja, minimal. Kann man natürlich nicht so lassen. Das, ja, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Gell, Uli? Uli ist also nun auch offiziell ein Teil unseres Let's Plays. La, 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 la. Oh, Schnüffel, Schnüffel, Schnüffel. Das ist Mutz. Schnüffel. Ich glaube, wenn eine Person diesen Part sieht, die feiert den. Ja. Kann passieren. Schnüffel. Wenn wir jetzt mal... Ich kann ja gleich mal gucken, wo wir dann das Gegen machen. Wenn wir das Gegen machen, kann ich euch sagen, es wird auf jeden Fall... Was das, mir gerade... Vielleicht schaffen wir das jetzt noch. Was mir gerade auffällt, hat bis jetzt nur einmal geregnet. Und das war im dritten oder vierten Part. Richtig. Cool. Nee, auf jeden Fall wird das Ganze nicht ohne Terraforming vonstatten gehen. Das können wir jetzt gleich mal anfangen. Und sobald wir dann jetzt gleich ein Auto sehen... Hier, wir können ja wunderbar aus dem Fenster kommen. Auto. Echt? Ja. Seit wann? Seit gestern aber erst, oder? Nee, seit heute. Stimmt.
So, warte. Wir müssen mal gucken, haben wir noch irgendwo Erde? Hier haben wir 19. Siehst du noch irgendwo Erde? Hier noch nicht. Habt ihr gar keine Zeit gegeben? Ene mene mager Moos, fang einen Seemann auf dem Floß. SpongeBob. Was denn? Ohne Kommentar. So, dann gucken wir mal, was wir hier draußen terraformen. Es muss im Endeffekt natürlich auch gut aussehen, deswegen können wir ja nicht einfach lieblos was hinklatschen. Doch. Wenn es für uns gut aussieht. Ich glaube, wir machen das mal so, dass wir nicht Erde hinbauen, sondern einfach mal uns ab hier die Fläche vornehmen werden. Bis hier drüben jetzt den Durchbruch machen. So, testen wir mal die Spitzhacke. Geht dezent schneller. Oh. Den haben wir damals zugebaut. Hier hast du schon geterraformt. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Aber wir müssen halt die ganze Fläche eben machen, sonst ist das doof. Werden wir den halt nochmal terraformen müssen. Aber das ist Minecraft. Wenn Leute dann zum Beispiel sagen... Weißt du, was jetzt cooler gewesen wäre? Wäre das ein Lavasee gewesen und wir hätten uns das einfach nicht gemerkt, dass da einer gewesen ist. Das hättest du eigentlich schon am Geräusch gemerkt. Ich finde es immer sehr witzig, wenn Leute sagen, boah, was erlaubst du dir einfach in Minecraft zu bauen? Du baust in Minecraft, du bist ein Unmensch. Sowas finde ich dann eigentlich schon ein bisschen, ja, man verdummt selbst in seiner Persönlichkeit. Ich überlege, nee, wir müssen schon die Höhe da machen. Hier die Höhe. Das heißt, das hier müssen wir aufschütten. Er hat gerade die Bombe gedreht, falls man es gehört hat. Die tickt auch immer noch. Jetzt hat sie gerade in zwei Schritten getickt. Bei der Uhr laufen nämlich die Sekunden klack. Klack, klack. Deshalb hat bei mir eine Minute immer nur 59 Sekunden. Ne, 12. Ach Mensch, schon wieder 0 Uhr. 17.45 Uhr hier ist RTL aktuell. Peter Klöppel. Das erinnert mich an diesen einen Tag, der war... Das weiß ich noch, wo wir diesen Film in Ethik sehen. Ist das ein Alien? Ja, wir sind voll nett. Ja. Ich merk's schon. Nicht nur du merkst es. Besonders wenn wir hier terraformen, da müssten wir eigentlich auch die ganzen harten Schnitte in unserer Map auch noch terraformen. Die terraformen wir heute mal nicht. Die Spitzhacke ist spitzhackig. Spitzhackatastisch. Was auch immer das für ein Wort ist. Kühe haben wir hier auf jeden Fall. Die finden wir relativ schnell. Schafe und Schweine, naja, das ging aber glaube ich auch, ne? Ja, das waren... Schafe waren da hinten. Tagesmarsch. Oder wir gehen auf diese, auf die Schaf-Kuh-Super-Mega-Wiese. Ja, die ist schon wieder so weit weg. Ach Mann, ey, wie können wir uns nur erlauben, in Minecraft zu bauen? Kannst du dir das erklären? Nee. Das macht man in solchen Spielen ja auch eigentlich nicht. Ohne Witz, das ist eigentlich ein Action-Shooter. Ich baue immer wie man ja an den, wie man ja an den ganzen Creepern sieht, die bei uns hochgehen, ist echt ein Action-Shooter. Ich baue ja immer nur in Call of Duty. Das auch, ja. Call of Duty ist ja ein Jump'n'Run-Game mit Blöcken. Auch bekannt unter dem Brick Force. Call of Duty Brick Force. Ja, ja. So heißt übrigens der neue Teil nicht Ghost. Wir haben das mal eben umgemünzt. Wir haben den mal 2 Euro gegeben. Da haben sie sich zufrieden mitgegeben. Das ist auch die neue Grafik-Engine. Die haben gedacht, Minecraft hat sich so gut verkauft. Ne, übernehmen wir die Grafik-Engine. Ich hab keine Stickies mehr. Ha. Und kann mir den zufolge keine Schaufel bauen. Ha. Oben in der Kiste war keine mehr. Soll ich dir jetzt mal was zeigen? Nein. Soll ich einen auf Beast machen? Achtung. Beast Mount. On. Bist du nicht freudig erregt? Doch, ich merk's schon. Es kommt langsam. Oh Gott.
Achso, ich hab mich gerade übelst erschrocken. Alter, du hast uns voll den Berg weggebaut. Tut mir leid. Du, die Map will das nicht. Mir doch egal, macht die Map was dagegen? Ja, so bumm. Spawn einfach vor uns mal 5 Creeper. Und ein Priester. Warum und ein Priester? Schweinepriester. Hexe. 10 Hexen. Ich weiß es nicht. Also wenn wir eine Hexe irgendwann mal finden, dann feier ich. Hm, wenn wir nochmal ein NPC dort finden, weine ich. Wie toll. Hast du da draus jetzt auch Erde? Das hier werde ich ein bisschen angleichen an den Berg, also hier werden wir ein bisschen Abstufungen machen. Bist du Mainstream? Was soll ich denn machen? Wegbomben. Das hätte rein theoretisch auch gehen können, aber dann haben wir ja so viel Stein. Wenn hier nur Erde wäre, hätten wir es machen können. Ah, ist das? Ist es das? Ja. Ja, dann ist es das. Dann ist es das ganz einfach. So. Wir sagen auf jeden Fall erstmal auf Wiedersehen. Minecraft Monday. Was für eine Tagesaufnahme. Wir haben da draußen relativ gut geterraformt, machen da das nächste Mal weiter. Gehen die Klicks wieder runter. So. Und in dem Sinne, Mädels, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.